Subirach, seize up. So. So, yume. Shoumen yoi. Gut, wir winken die Arme an, Füße machen wir Hüft- oder Schulterbreit und springen ganz weich gleichzeitig mit beiden Füßen nur auf den Ballen. Den Oberkörper ein bisschen unter Spannung halten, die Füße ganz weich bewegen, ganz kleine Sprünge. Und locker. Und bewegen die Schultern genauso, wie wir jetzt die Füße bewegt haben. Kleine Bewegungen hoch und runter, beide Schultern zusammen. Und locker. Okay? Jetzt haben wir die Arme wieder angewinkelt, die bewegen wir aber eigentlich nicht groß mit. Und beim Springen drehen wir die Hüfte 45 Grad. Ja, wieder weich über die Ballen, Oberkörper bleibt im Prinzip ruhig und 45 Grad drehen. Und locker. Und jetzt machen wir die Schultergelenke vor und zurück und halten auch wieder das Becken ruhig. Also nicht mitgehen, sondern Becken und Oberkörper gegeneinander verfringen. Und locker. Okay. Jetzt winken wir nochmal die Arme an. Versuchen den Oberkörper wenig zu bewegen. Gar nicht zu bewegen wird schwierig, aber wenig zu bewegen und versuchen das Becken, den Unterbau 90 Grad zu drehen im Sprung. Ja, oben wenig bewegen, gerade bleiben, unten 90 Grad verdrehen. Ja. Und locker. Und große Kreise mit den Schultern rückwärts. Okay. Wir lassen die Stellung stehen und drehen jetzt wieder nur den Oberkörper und nehmen locker die Arme mit. Lockeres Schwingen. Ja, schaut nochmal kurz zu mir. Versucht die Arme so locker mitzunehmen, aber gleichzeitig leicht zu führen, dass ihr mit der hinteren Hand an die gegenüberliegende Niere anschlagt. Also nicht nur so, sondern wirklich bis hier ran. Drehen bis hier ran. Hey. Die Arme schön um den Körper wickeln. Und der Bauch gibt den Impuls. Die Stellung unverändert. Und locker. Okay. Wir stellen uns in der Fußposition wie Kibadachi.
Beugen die Beine wie Chimarachi, lassen den Bauch vor. Und drehen jetzt das Gewicht nach links in Senkutsu, der Bauch bleibt unverändert. Jetzt lassen wir den Bauch wieder drehen, komplett nach rechts in Senkutsu. Also der Bauch soll sich möglichst wenig, möglichst nicht bewegen, aber die Stellung des Gewichts verteilen wir. Nie. Ja, nicht eindrehen, sondern Bauch vorn lassen. So, quasi abgedrehte Haltung. Chi. Ho. Ruck. Sich. Hatsch. Chi. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ho. Ruck. Sich. Hatsch. Chi. Chi. Und lockern. Stehen etwas breiter als Schulterbreite. Und jetzt nehmen wir beim Drehen, nehmen wir die Füße mit. Wir rotieren nochmal, umwickeln mit den Armen wieder den Oberkörper, aber wir bewegen auch die Füße mit. Und wieder locker. Okay, jetzt bewegen wir Hüfte und Oberkörper zusammen, aber die Stellung nicht. Das heißt, die Stellung bleibt gerichtet, Hüfte und Oberkörper dreht ab, also quasi klassisches Handi. Ja? Beugen, strecken des hinteren Beines, vorderes Knie stabil. Stellung bleibt komplett in der Richtung. Hüfte und Oberkörper drehen gemeinsam zur Seite ab und drehen wieder gemeinsam nach vorn. So dass wir die Stellung und den Oberkörper gegeneinander verbringen. Linkes Bein vorn, Senkutsu Dachi. Hände in die Taille. Blick bleibt vorn, Knie bleibt vorn. Beugen hinteres Bein, Oberkörper abdrehen. Und strecken. Ichi, ni, san, chi. Oh, ruck, sich, Blick in der Richtung halten. Und lockern. Und Beinwechsel. Rechter Fuß vorn sehen, Kutsu Dachi. Schön lang, schön tief, saubere Position. Hinterer Fuß mit der Außenkante am Boden. Ja, nicht eingeknickt stehen, dass die Außenkante sich vom Boden löst, sondern die Außenkante zu Boden drücken. Sehen, Kutsu. Blick vorn lassen, Knie vorn lassen, Oberkörper abdrehen, deswegen auch das hintere Bein leicht beugen und Hüfte und Oberkörper insgesamt wieder nach vorn. Ichi, ni, san, chi, go, ruck, sich, hatsch, kü, chü und locker. Jetzt war unten stabil. Hüfte und Oberkörper haben sich gemeinsam bewegt. Jetzt ist unten stabil, oben stabil und die Mitte bewegt sich. Also nur das Becken bewegen, nicht die Schulter mitnehmen, nicht die Beine mitnehmen. Nur das Becken bewegen. Rechts und links drehen, Schulter ruhig halten, in der gleichen Richtung wie die Knie, nur das Becken drehen. Ich, nie, ha, chi, go, go, chi, ha, chi, chi, chi. Ich, ni, san, chi, go, ruck, sich, hatsch, kü, tü. Ich, ni, san, chi, go, ruck, sich, hatsch, kü, tü. Und lockern. Das machen wir noch ein paar Mal. Und wir ändern den Rhythmus. Und zwar machen wir jetzt Doppeldrehung. Ja? Knie bleiben stabil, Schulter bleiben stabil, Hüfte nach links. Und wir enden wieder links. Also eine Zählung, ein, zwei. Zweimal drehen. Eine Zählung, ein, zwei. Nur das Becken. Ich, ni, san, chi, ho, ho, sich, et, kü, kü. Und wir drehen nach rechts. Ich, ni, san, chi, ho, ho, sich, et, kü, kü. Und locker. Und das Ganze dreimal.
Einmal einatmen, dreimal ausatmen, 1, 2, 3. Arme vom Körper, Schulter ruhig, Stellung ruhig. Becken nach links, einatmen, ich, aus, aus, aus. Nie. Dann. Ski. Go. Hop. Zieh. Hand. Kü. Tü. Und locker. Jetzt lassen wir die Stellung ruhig, das Becken ruhig und bewegen nur die dritte Ebene, die Schultern. Arme zur Seite strecken, 45 Grad, aber das Becken gerade lassen. Den Schultergürtel 45 Grad drehen, wieder gerade. Andere Seite, wieder gerade. Ich, ni, san, chi, ho, ruck, sich, hanch, kü, jü, ichi, ni, san, chi, ho, ruck, sich, hanch, kü, jü, und locker. Eine Übung, die ich schon öfter mal mit euch gemacht habe, aber die an dieser Stelle wieder sehr gut passt. Arme vor den Körper. Die Stellung bleibt stabil. Wir gehen jetzt wieder Drehung Becken und Oberkörper, Schultergürtel gleichzeitig und auf jede dritte Zeit Stoß. Das heißt, wir gehen links, rechts, links mit Stoß rechts. Rechts, links, rechts mit Stoß links. Ich. Nie. Ja, ihr müsst spüren, wie die Drehung des Körpers und die Fliehkraft euren Arm nach vorne bringen. Ja, ihr braucht eigentlich gar keine Kraft, ihr müsst ihn nur loslassen. In der Drehung nicht festhalten, sondern loslassen. Das ist das, was ihr hier spüren müsst. So. Schief. Hoch. Ruck. Sieh. Hatsch. Tü. Tü. Nochmal, ein bisschen flüssiger. Ich. Ni. San. Chi. Ho. Ho. Zich. Hat. Tü. Tü. Und locker. So, jetzt machen wir noch eine kleine Nuance. Nämlich vor der 3. 1, 2, jetzt kommt die dritte Drehung und dann geht das rechte Schulterblatt zurück, dann komprimiert die rechte Brust. 1, 2, drehen, bei der dritten Drehung verzögert das Schulterblatt der Stoßhand und danach komprimiert die Brust. Ja, das war die erste Übung, die wir mitgemacht haben, nach hinten, nach vorn. Dehnen, spannen. In der Drehung dehnen. Dann mit dem Stoß strecken und loslassen und den Brustmuskel spannen. Also, wir machen die gleiche Übung. Dreimal drehen, beim dritten Mal loslassen, stoßen, aber dabei aktiv die Schulter einsetzen. Dehnen, loslassen. Okay? Alles wie gehabt, plus aktive Schulter. Arme vor dem Körper. Ich. Nie. San. Chi. Hoch, hoch, sieht, hat, tü, tü und locker. Ihr müsstet einen deutlichen Unterschied gemerkt haben, weil wir jetzt natürlich auch viel mehr Muskulatur mit drin hatten und nicht nur die Fliehkräfte genutzt haben. Ja? Wir bleiben noch kurz bei dieser Bewegung und machen sie entgegengesetzt. Jetzt haben wir gemacht, 1, 2, nach vorn. Und jetzt machen wir 1, 2, nach hinten. Nämlich Gedanrei. Jetzt nutzen wir also nicht die Drehung in die Richtung, sondern wir nutzen die Kraft in die Richtung, also die Rückseite. Alles andere bleibt. Ja, Arme wieder vom Körper. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich,
nie sein. Okay, jetzt wieder ein bisschen lockerer und merken, wie das Wegdrehen und das Runterbewegen, runterfallen lassen des Armes zu einer reflektorischen Spannung der Rückenmuskeln führt. Ich, nie, sa, chi, o, ro, si, ach, chi, chi, o, locker. Und auch hier wieder ein bisschen aktiv die Oberkörpermuskulatur einsetzen, beim Dehnen den Arm ein bisschen reinbringen, das ist unser klassisches Aus- und Gitterbereich, und beim Rausschlagen dann gegenziehen, die Rückseite des Armes dehnen, also die Rückseite des Körpers anspannen. Ja? Also wieder aktiv die Oberkörpermuskulatur nutzen, jetzt nicht nur fallen lassen. Ich, ni, san, chi, bo, ruck, sich, hach, kü, tü, und locker. Das beißt jetzt zusammen. Befinden wir uns quasi, übertrieben gesagt, im Gelbrock-Bereich, Gelbrock-Bereich Yakuzuki. Ja? Also drehen, drei, vier. Drehen, drei, vier. Drehen, weg, rein. Drehen, 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 weg, rein. Drehen, 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 weg, rein. Dreimal leer drehen, beim vierten Mal kommt Block und Körper. Bereitschaft, Stellung stabil, Hüfte und Oberkörper zugleich bewegen. Ich, ni, ta, chi, ho, ho, si, ha, tü, tü, und locker durchatmen. Okay. Wir haben das linke Bein leicht vor und bewegen jetzt wieder Hüfte und Oberkörper und die Stellung bleibt in der Richtung, aber wir nehmen aktiv die Arme mit. Also die Hüfte kreist, aber Oberkörper und Hüfte nehmen den Arm mit. Nicht wir bewegen den Arm aktiv, sondern der Schwung des Körpers dreht. Richtungswechsel, rückwärts. Und wechseln die Seite. Rechte Fuß vorn. Wir kreisen mit dem linken Arm durch Drehung des Rumpfes. Vorwärts. Blick vorn. Rückwärts. Knie stabil. Und locker. Und jetzt machen wir aus diesem einen Kreis einen Doppelkreis mit 8 Bewegung. Ich habe jetzt den rechten Fuß vorn, jetzt kreisen wir rechts vorwärts und auf der linken Seite rückwärts. Auf der rechten Seite kreist der rechte Arm vorwärts, auf der linken Seite kreist der rechte Arm rückwärts. Ja? Rechter Arm vorwärts, auf der rechten Seite, auf der linken Seite, rechter Arm rückwärts. Ich, nie. Schön den Oberkörper mitnehmen. Sie. Ganz locker der Arm. Einfach schwingen. Blick fallen lassen. Sie. Knie stabil. Ich. Ich. Nie. Son. Sie. Ho. Ho. Sie. Und andersrum. Rückwärts, vorwärts. Rückwärts, vorwärts. Rückwärts, vorwärts. Rückwärts.
Seitwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts. Each. Knee. Sun. She. Go. Work. Teach. Touch. Cue. Do. Okay, und wechsel die Seite. Ja, wichtig ist immer, lass den Blick geradeaus, lass die Stellung geradeaus. Und der Rumpf dreht und der Arm ist entspannt. Der Rumpf durch seine Bewegung bewegt den Arm. Linker Arm auf der linken Seite vorwärts, auf der rechten Seite rückwärts. Linke Seite vorwärts, rechte Seite rückwärts. Vorwärts, rückwärts. Vorwärts, rückwärts. Beach. Knee. Sun. She. Go. Work. Teach. Match. Cue. Two. Etwas flüssiger. Beach. Knee. Sun. She. Go. Work. Teach. Match. Cue. Okay, und der linke Arm rückwärts auf der linken Seite, vorwärts auf der rechten Seite, rückwärts auf der linken, vorwärts auf der rechten, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts. Rückwärts, vorwärts. Okay, gut. Das war nur als Kontrastprogramm. Eigentlich brauchen wir die erste Bewegung, ja, wenn der Arm vorwärts kreist. Okay, so, jetzt müssen wir noch eine Sache machen, ehe wir in den technischen Bereich reingehen, wobei wir schon die ganze Zeit Technik üben. Dehnen und loslassen. Stellt euch vor, ihr seid ein Diskuswerfer. Habt den Diskus in der Hand, nehmt Anlauf, dreht euch, nehmt die Stellung mit, dreht euch, lasst den Diskus los und lasst die Technik auslaufen. Das heißt, die Verfringungsenergie, die wir mit dem Körper aufladen, lassen wir los und übersetzen sie in die Technik. Die Verfringungsenergie, diese Innenspannung im Körper, lassen wir los und nutzen sie für unsere Technik. Rechter Fuß vor. Rechter Arm aus und wie geht er bereit? Der linke Arm geht hinter den Ellbogen, verstärkt die Dehnung. Wir ziehen so weit wir können, aber wir lassen das Knie in der Richtung. Und jetzt lasst einfach los. Each. Knie. Dann. Einfach den Arm fallen lassen. Nichts mit Muskelaktivität. Einfach loslassen. Dehnen, loslassen. Dehnen, loslassen. Dehnen, loslassen. Dehnen, loslassen. Hey, sich. Hatsch. Tschü. Tschü. Und Beinwechsel. Linken Arm aus und Beginnerbereich. Der rechte Arm verstärkt die Dehnung des Oberarmes. Und wir lassen den Arm runterfallen und drehen. Ich. Nee. So. Chi. Ho. Ho. Chi. Han. Chi. Chi. Okay. So, jetzt habe ich ja immer gesagt, holt aus wie Gitternbereich, lasst den Arm fallen. Das ist wie Gitternbereich. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wenn wir den Gitternbereich in dieser Art und Weise machen, hat er viel Beschleunigung. Durch das Fallen des Armes hat er auch viel Masse, aber er schlägt durch. Und damit ist es nicht kontrollierbar. Wir verlieren unser Gleichgewicht und wir öffnen uns dem Gegner. Das darf alles nicht sein. Und deswegen gibt es am Ende der Bewegung eine bewusste, aktive Muskelkontraktion,
die den Körper zum Stillstand bringt, und eine Gegenbedrehung der Hüfte, die die Rotationsbewegung auffängt. So dass unsere Bewegung jetzt so aussieht: dehnen, dehnen, nicht mehr laufen lassen, nicht mehr laufen lassen, sondern runter und die Bewegung aktiv stoppen. Das ist unser Gedanken. Verfringung, Beschleunigung, Erdanziehung und am Ende der Bewegung das Ganze kontrollieren. Rechte Fuß vor. Rechter Arm hoch ausholen, links unterstützt wieder. Wenn wir jetzt loslassen, aktiv unterstützen und aktiv gegenziehen in die Blockposition. Aber alles entspannt. Einfach nur anhalten. Ausatmen, stopp, fertig. Und ausholen. Nie. Hey. Nie. Hey. Da. Hey. Schieb. Hey. Hoch. Hey. Hoch. Hey. Schieb. Hey. Halt. Hey. Kühl. Hey. Kühl. Und locker. Ja, wir haben ja auch die letzten Wochen beim Online-Training immer Eröffnung, Hey und Shodan, Uchiyuki, Gedanbarai, wegdrehen, ausholen, vordrehen, wegdrehen. Was wir heute machen, ist sozusagen der biomechanische Hintergrund. Warum machen wir es so und wie funktioniert es denn korrekt? Beinwechsel, linke Fuß vorn, ausholen, Gedanbarai, unterstützen, loslassen, stoppen. Ihr müsst beim Loslassen nicht komplett vor. Ihr müsst beim Loslassen nicht komplett vor. Es reicht zur Beschleunigung die Hälfte. Wichtig ist danach das Stoppen. Ja, also maximal ausholen, Impuls geben zum Loslassen, das muss nicht ganz vor sein, und dann stoppen. Hey. Hit. Hey. Nie. Hey. Ha. Jetzt gehen wir noch mal, machen wir noch mal so eine Zwischenstufe und machen das Ganze mit Uchiyuki. Aber aus der Achtbewegung des Arms mit Stoppen. Also wenn ich rechts vorn stehe, die Stellung ist jetzt auch gar nicht, muss nicht besonders lang und tief sein. Ja, also rechts vor, zurück, Uchiyuki. Vor, zurück, Uchiyuki. Vor, zurück ist die Dehnung, wie wir sie eben beim Gedanbarai hatten, nur dass jetzt der Arm von unten kommt. Dann kommt wieder die Beschleunigung nach vorn und das Stoppen der Bewegung für Gleichgewicht und Situationskontrolle. Aber das Ganze aus der lockeren Achtbewegung. Achtbewegung, Achtbewegung und den Uchiyuki zum Stoppen bringen. Ja, die ersten erstmal langsam, rechts vorn, rechter Arm vorwärts kreisen, runter die Hüfte, vorbringen, Stopp. Nie. Ah. Hi. Oh. Oh. Hi. Ah. Hü. Hü. Und locker. Wir bleiben aber noch auf der rechten Seite. Machen noch mal 5. Und die Aufgabe für euch ist, die Bewegung entspannt zu machen und wenn die Technik sich zum Uchiyuki bewegt, den Arm zu peitschen. Nicht den Arm zu führen, sondern den Arm zu peitschen. Der Arm muss als Peitsche funktionieren. Eure Hüfte, euer Rumpf ist der Peitschengriff, der die Peitsche beschleunigt. Und euer Arm ist die Peitschenspitze, die die Geschwindigkeit bringt. Und das müsst ihr kontrollieren. 5-mal. Ich. Nie. Dann. Schieb. Oh. Oh, ich glaub.
lockern. Das ist übrigens das Ziel bei allen Karate-Techniken. Ja, wenn wir unser Magiri schnell rausschlagen, dann peitschen wir ja mit dem Unterschenkel. Wenn wir ein Tsuki machen mit schneller Armstreckung, peitschen wir den Arm. Wenn wir einen Heimkantenschlag machen, peitschen wir den Arm. Das ist unser technisches Know-how. Egal, ob wir 60 Kilo wiegen oder 120 Kilo wiegen. Auch die 60 Kilo, wenn wir die wie eine Peitsche beschleunigen, kriegen wir ein extremes Ergebnis. Und deswegen diese Art der Technik. Linke Fuß vor. Vorwärts kreisen. Runterfallen lassen. Rückwärts kreisen, zum Stehen bringen. Vorwärts. Rückwärts. Abdrehen. Vorwärts, rückwärts, abdrehen. Ich. Nie. Ja, jetzt noch nicht so sehr aufs Peitschen achten, sondern erstmal auf die korrekte Bewegung, auf die Kraftübernahme. Oh. Rückenspannung am Ende. Oh. Ich. Ah. Und lockern. Und jetzt machen wir wieder 5 und versuchen, die Technik zu peitschen. Linkes Bein vor. Nie. Nie. Ah. Schi. Oh. Und lockern. So, und was mit Gitternbarei geht, was mit Uchi-Uki geht, das geht auch mit Urakin-Uchi. Gleiche Bewegung. 1, 2, 3. 1, 2. Vorweg. Ja, die Rumpfdrehung beschleunigt den Arm. Aber wir müssen es zum Stehen bringen. Wir wollen die Situation kontrollieren, wir wollen unser Gleichgewicht kontrollieren. Also, jetzt Urakin-Uchi. Rechte Fuß vor. Vorwärts kreisen, rückwärts kreisen, nach vorne bringen, anhalten. Fallen lassen, vorwärts, rückwärts, nach vorne. Fallen lassen, vorwärts, rückwärts, nach vorne. Schi. Oh. Oh. Und locker. Ja, leider wird heutzutage im Shotokan immer ein sehr steifes Karate gelehrt. Sicherlich hat das auch damit zu tun, dass man heute große Massen unterrichtet und so auf diese Details dort schwierig einzugehen ist. Aber ich hoffe und ich glaube, durch diese Übungen, die wir heute machen, merkt ihr, wie der Körper funktioniert. Und dass die Lockerheit eine ganz andere Geschwindigkeit erzeugt, als dieses steife Bewegen. Weil nur über die Lockerheit können die Gelenke funktionieren. Und die Kraft brauchen wir nur am Ende. Und Seitenwechsel. Das linke Bein vor, linker Arm kreist vorwärts, rückwärts, Faustdrücken schlagen. Fallen lassen, vorwärts, rückwärts, Faustdrücken schlagen. Fallen lassen, vorwärts, rückwärts, Uraki. Ich. Ich. Ah. Ich. Oh. Oh. Ich. Ah. Und locker. Okay. Das waren die Basics. Nun gucken wir mal, wo wir das haben. Dazu machen wir noch mal eine Vorübung, nämlich für Hehe und Shodan. Diese Schlagbewegungen haben wir ja zum Beispiel Hehe und Shodan, Tetsu. Ja, Tetsu Ichi. Wir haben die Bewegung in der Hehe und Yondan. Tade Uraken Uchi. Wir haben diese Bewegung in der Hien Sandan. Tade Uraken Uchi. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie die Technik denn aussehen muss,
damit wir das, was wir jetzt eben geübt haben, auch erfüllen. Ja? Und wenn wir diese Bewegung machen, die wir eben gemacht haben, schaut mal, was der Schultergürtel macht. Drehen, drehen, die Schulter geht zurück, die Schulter geht nach vorn. Wenn ich so beende, kann ich keine Kraft vom hinteren Bein bringen und die Bewegung fließt einfach schiebend weiter. Wenn ich aber wie hier stopp, wie hier stopp, wie hier stopp, diese Bewegung stoppe, dann kann ich das hintere Bein strecken, wie bei einem Euzugi, die Kraft nach vorn, kann die hintere Hüfte nach vorn bringen und kann die Bewegung kontrollieren. Das heißt, die Endstellung ist in der Hirnschodan nicht hier, die Endstellung ist in der Hirnschodan hier, weil dann erfüllen wir genau das gleiche Prinzip. So, das heißt, noch einmal schwingen, rechte Fuß vor und wir beginnen diesmal auf der Innenseite. Drehen, jetzt gehen wir auf die Außenseite, nehmen den Schultergürtel mit, schlagen nach vorn und halten die Bewegung durch die Gegendrehung der Hüfte an. Lassen das Ganze wieder locker fallen. Vorwärts, rückwärts vorbringen, anhalten, locker. Rückwärts, vorwärts, stopp. Ich. Nie. Sa. Schi. O. O. Si. Sa. Kü. Schü. Hey, Ami. Okay, vielleicht wird sich der eine oder andere morgen auf die Socken machen, wird bei YouTube gucken, die machen das den japanischen Meister. Haben die hier die Hüfte weg oder haben die Hüfte gerade? Wahrscheinlich werdet ihr zu dem Ergebnis kommen 50-50. Die Hälfte hat bewusst weg und bei der Hälfte erkennt er nicht, ob das gerade oder weggedreht ist. Wenn er aber das zugrunde legt, was wir jetzt geübt haben, und das ist Biomechanik, dann habt ihr gar keine andere Wahl, als die Technik in dieser Art auszuführen. Und Seitenwechsel. Linke Fuß vorn. Der linke Arm beginnt auf der rechten Seite abwärts. Schulterblatt dreht. Wir gehen nach vorn und stoppen die Bewegung. Fallen lassen. Innen drehen. Außen drehen. Stoppen. Fallen lassen. Innen drehen. Außen drehen. Stoppen. Ich. Nie. Ah. Schi. Oh. Oh. Si. Ah. Kü. Kü. Und locker. Oizuki, Aguke, Sotouke und Tate Uchi kommen von außen. Oizuki kommt von außen, wird gestoppt. Aguke kommt von außen, dreht, Block. Sotouke kommt von außen, dreht. Und wie Oizuki von außen, kommt auch Tetsui. Der rechte Arm ist an der rechten Schulter, das ist nun mal so. Gehen wir vor und müssen gerade stoppen, wie ein Oizuki. Die Kraft geht gerade nach vorne runter. Ja? Bei einem Uraken Uchi bewegen wir uns seitlich. Dann müssen wir auch seitlich die Fliehkraft stoppen, gegendrehen. Bei einem Sto-Uchi bewegen wir uns seitlich. Aber bei einem Tetsui und bei einem Uraken, der senkrecht runtergeht, müssen wir wie bei einem Oizuki gerade stoppen, sonst kommen wir dort nicht zum Kimmelpunkt. Diesen Teil aus der Hirnschodan, von Gedanbarai in Tetsui, rechts vorn Gedanbarai. Und jetzt kommt interessanterweise in der Kata genau unsere Armkreisbewegung. Innen rückwärts kreisen. Außen vorwärts kreisen, nach vorn stoppen. Es
genau das, was wir vorhin geübt haben. Genau diese 8 Bewegungen. Zurück, drehen, vor. Hey, geh da mal rein. Zurück in Nähkreischen. Innen langziehen. Hochziehen, quasi Aluka-Position. Wenn ihr jetzt nach vorn geht, wie beim Oizuki, die rechte Körperseite zurückhalten. Jetzt den rechten Ellbogen in die Mitte. Und beim Ausklappen die Hüfte gerade stellen. Nochmal her schauen. Zurück, Innenkreis. Hoch für Aluka. Jetzt die rechte Seite hinten halten, nach vorn, Vordehnung. Loslassen. Loslassen. Stoppen. Okay? Halt, rechts hoch. Jetzt. Nie. Hammer. Das Ding heißt ja nicht umsonst Hammerfaustschlag. Als wenn ihr einen Nagel in die Wand schlagt. Vor, Nagel in die Wand schlagen. Jeder mal rein. Nie. Hey. Komm mal. Ah. Hey. Komm mal. Schi. Hey. Komm mal. Oh. Hey. Komm mal. Oh. Hey. Komm mal. Sieh. Hey. Komm mal. Ah. Hey. Schön stoppen. Die Beine sind gehüpft gerade. Komm mal. Hü. Hey. Komm mal. Jü. Hey. Hey, Jame. Das ist 1:1 unsere Gymnastikbewegung. Okay? Urakata, Seitenwechsel, Rechts-Links-Gleichheit. Linkes Bein vorn, linken zu. Geh dann bereit. Gewicht zurück. Der vordere Fuß bleibt in der Richtung, aber der Rumpf dreht. Ja, Stellung und Rumpf verwringen zueinander. Bei unserer Erwärmung schwerpunktmäßig. Hoch wie Aduke. Vordrücken, linke Seite zurückhalten. Beschleunigen, Ellbogen nach vorn. Und alles strecken für die Stoppbewegung. Und wieder geht er mal. Nie. Vordehnen. Abdrücken, drehen. Gerade stellen, ausklappen. Hey, geht am Bad. Ah. Hey. Komm mal. Schi. Hey. Komm mal. Oh. Hey. Komm mal. Oh. Hey. Komm mal. Sieh. Hey. Ah, hey, komm mal. Jü, hey, komm mal. Jü, hey, hey, Jame. Für mich ist der Maßstab immer das Ergebnis. Und ihr könnt es gerne mal probieren. Lasst eurem Partner die Pratze halten. Macht Tetsui mit abgedrehter Hüfte und macht Tetsui wie Oizuki hinten strecken. Und fragt euren Partner nach dem Ergebnis. Ja, Härte und Punktualität der Technik. Und das ist eigentlich ja eindeutig dann. Gut, also dort haben wir die eine Stelle, wo wir diese Technik, dieses Armkreisen uns sehr deutlich begegnet. Und eine zweite Position ist die Heian Yonda. Wenn wir also aus Senkutsudachi und Ellenbogenschlag kommen, Blick, Hüfte weg, also wieder Stellung und Rumpf gegeneinander verbringen und Ausholbewegung.
Dann Rotation aus der Rückenspannung in die Brustspannung. Dann eine senkrechte Kreisbewegung. Senkrechte Kreisbewegung. Magiri. Und jetzt auch wieder zurückhalten. Nach vorn und gerade stellen. Nicht schräg, sondern Druck vom hinteren Bein, Hüfte nach vorn, Faustrückenschlag nach unten. Im Sarko haben wir das auch, im Grüngurt, senkrechter Faustrückenschlag. Ellenbogen zur Mitte, Ellenbogen zur Mitte und die Rumpfmuskulatur spannen. Das Ganze aus der Beschleunigung. Ja? Nicht das. Nicht das, sondern senkrecht runter. Klare Technik war. Nur die Arme. Linker Arm Ellbogen, rechte Hand dagegen. Hüfte nach links, Hüfte nach rechts. Block oben. Handkantenschlag. Block unten. Wechsel. Rechte Schulter zurück. Rechten Ellenbogen nach vorn. Runterschlagen. Linke Hüfte vor. Genau, so dass wir am Ende gerade stehen. Ja? Okay, nochmal. Links ist Ellenbogen. Rechtes Hand. Links ausholen. Nach rechts drehen. Der Arm ist richtig zur Seite. Ja? Der Arm ist nicht hier, das ist die Ausholbewegung für Handkantenschlag. Und das hier ist die Ausbewegung für Jodhpur Barat. Haben wir letzte Woche geübt. Oder am Montag. Jetzt drehen, Handkantenschlag. Fallen lassen. Wechsel der Position, rechte Schulter zurückhalten. Rechte Schulter, rechten Arm nach vorn. Runterfallen lassen, linke Hüfte nach vorn. Hey, Mäulchen. Linker Ellbogen, rechte Hand. Ja? Nicht zu eng. Den Rücken dehnen, die Brust komprimieren. Also nicht hier, sondern hier. Ausholen. Weg. Rein, fallen lassen, wechseln, ausholen, vor, fallen lassen, gerade drehen. Der Uraken trifft hier, Jinchu. Das ist dieser vitale Punkt zwischen Oberlippe und Naseneingang. Da ist so eine kleine Kuhle, so eine kleine Rille. Das ist Jinchu. Hey, noch einmal. Ich. Ni. San. Chi. Hey, Mäulchen. Ich. Hüfte weg. Ni. Direkt vor. San. Wechsel weg. Chi. Vor weg. Hey, noch einmal. Ich. Ni. San. Chi. Einmal noch. Epi. Ich. Ni. San. Shi. Und nochmal. So, und jetzt kommen die Stellungen und die Bewegung der Kata dazu. Aber die Arme sind ja das, was in der Regel die Probleme macht von der Koordination. Ne? Rechte Fußform, Senku Tudachi. Der linke Arm hat den Ellenbogen gemacht, der rechte dagegen gesetzt. Blick nach links. Linke Hüfte bewegt sich vor und dreht weg mit der Ausholbewegung beider Arme. Die Füße auf der Stelle drehen in einen kurzen, aber breiten Vorwärtsstellung. Dabei Fege oben und Handkantenschlag vor. Die Hüfte ist jetzt nach links überdreht, gegengedreht. Linker Fuß gerade. Jetzt Magiri. Arme wechseln. Vorgleiten, rechte Seite zurückhalten wie beim Oizuki und am Ende gerade stehen. Uraken, Tate, Uraken. Wer jetzt, ihr seid ja eigentlich alles Oberstufe,
ja, darauf achten, dass ihr den Magier und die Arme synchron bewegt. Das heißt, wenn der Magier zurückschnappt, wechseln die Arme in ihre nächste Ausgangsstellung. Also, eins, zwei, Achtung, zuschauen, Magieri, das Zurückschnappen des Magieri und das Einnehmen der Ausgangsstellung ist eine Zeit, nicht Magieri, Arme wechseln, vorgehen. Das zeichnet die Oberstufe von der Unterstufe aus. Ja? Die Unterstufe macht wahrscheinlich Magieri und geht dann vor mit Armwechsel. Die Oberstufe muss das in einer Bewegung zustande kriegen. Also auch nochmal so eine Nuance, wo ihr jetzt drauf gucken könnt. Rechte Fuß vor. LP. Gegenhalten. Blick. Mit der Hüfte vordrehen, wegdrehen. Komplett den Körper drehen. Nie. Magieri Armwechsel. Aha. Vorgleiten am Ende Hüfte gerade. Schieb. Moin. Ich drehe mich jetzt immer mal ein bisschen, dass ihr immer wieder eine andere Perspektive habt. Ja? Rechts vorn, Blick, Hüfte weg, also bewegen. Drehen, Angriff, Magieri Armwechsel, vor. Moin. Rechte Fuß vor. Blick, Hüfte weg. Drehen, Handkante. Magieri wechseln. Und noch zweimal. Nochmal. Blick. Hüfte weg. Drehen vor. Magieri wechseln. Vorgleiten. Und letzte Mal. Gut zu. Nicht. Nie. Ha. Schieß. Oi, Jamme. Und locker. Also, diese Stelle der Hehlen Yonwan muss sehr gut koordiniert werden. Ist also sehr anspruchsvoll, wenn man das wirklich gut machen möchte. Und das möchte man ja. Ja? Jetzt als dritten Baustein und auch als unsere letzte Übung haben wir das ja auch in der Hehlen Sandan, das gleiche Prinzip. In der Hehlen Sandan, wir kommen nach vorn und halten die Schulter zurück. Drehen mit Block. Und jetzt passiert Folgendes, die Hüfte ist in der Position durch den Block. Jetzt holt die Hüfte Schwung und geht wieder weg. Aus dem Block, Schwung holen, der Arm in Position und wieder weg mit dem Uraken. Also hier haben wir nochmal weggedreht, vor, weg und das Ganze ohne mit den Knien zu schlackern. Wenn ihr die Hüfte bewegt, sieht man natürlich auch eine Oberschenkelbewegung, weil eine Kniebewegung, weil der Oberschenkel sitzt ja in beiden Gelenken, das ist normal. Nur ihr dürft das Knie nicht bewegen. Es soll schon an der Position bleiben. Ja? Kibadachi. Beide Fäuste senkrecht in den Taille. Die Schulter gegenüber der Hüfte verdrehen. Also links zurück, rechts vor. Das ist der Block. Und wenn wir die Hüfte vordrehen, bewegen wir den Arm über den Kopf. Und beim Wegdrehen schlagen wir runter bis auf Schulterhöhe. Nochmal Blockposition. Hüfte nach rechts, Arm über den Kopf. Hüfte nach links, Arm runter auf Schulterhöhe. Okay? Damit sind wir exakt wieder bei Hehlen Shodan. Zurück, Arm über den Kopf, Hüfte vorgedreht. Arm über den Kopf, Hüfte vorgedreht. Exakt Hehlen Shodan Position. Alles eins. Ja? Nur schwieriger, weil jetzt müssen wir es in Seitwärtsstellung machen. Nochmal, Kibadachi. Blockposition. Die Hüfte nach rechts drehen, den rechten Arm über Kopfhöhe. Und jetzt geht mit dem Wegdrehen der Hüfte der Arm vor, dann schlägt der Unterarm raus und die Faust dreht. Wieder zurück, wir blocken zur anderen Seite. Blick, Schultergürtel drehen. Hüfte vor, Arm über Kopfhöhe. Wegdrehen, Faust drücken, schlagen. Und wieder Seitenwechsel. Block.
Ich. Nissan. Seitenwechsel. Ich. Nissan. Wechsel. Ich. Nissan. Wechsel. Ich. Nissan. Eiame. Und nochmal. Und da haben wir wieder den roten Faden. Ja, da spielt es gar keine Rolle, ob ich hier einen Shodan mache, ob ich hier einen Sandan mache, ob ich hier einen Yondan mache. Es ist immer die gleiche Technik. Und das Grundschema dieser Technik ist der Oizuki. Zurückhalten, loslassen, hintere Seite strecken. Damit ich den Druck nach vorne kriege, wie beim Autoeinschieben. Das ist das Grundprinzip. Und das war ein sehr, aus meinem Blickwinkel, heute ein extrem wichtiges Training, weil wir die Mechanik des Körpers so ein bisschen locker, spielerisch, gymnastisch in die Technik umgesetzt haben. Wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr heute einen riesen Step gemacht in eurem Karate. Okay, und damit der Hochmut nicht zu groß wird, machen wir natürlich noch ein paar Liegestütze. Sicken, wie gehabt, 2 Liegestütze auf ein Kommando. Arm am Körper halten, lange Armbewegung. I. Ni. San. Chi. O. O. Si. An. Kü. Jü. Und Cäsar. So. So, me. Show me. Wie. Hey!